Fladenbrot überbacken. Nach der Weihnachtsgans hat keiner so Lust auf richtig was Großes, Schweres. Da haben wir einfach ein Fladenbrot gekauft, teilen das in Stücke aus. Dann kommt Tomaten, Paprika, Käse und Frischkäse, ein bisschen Rosmarin und vor allem ein schönes Stück Jagdwurst drauf. Und das wird ein super leckeres, überbackenes oder gebackenes Fladenbrot, mal ganz anders. So, jetzt kommt der Frischkäse drauf. Jetzt kommt der Ketchup drauf. Ein weiß-rotes Chaos. Und ein bisschen Oregano. Streukäse drüber. Streukäse. Käse. Käse kann man nie genügend haben, oder? Oder die andere Meinung? Cool. Ab in den Backofen. Das sieht richtig cool aus, oder? Und so schnell gemacht, ganz easy. Also unter den Anfängergerichten eines meiner Lieblingsprojekte. So, der ganzen Pracht. Sieht doch gut aus, oder? So, sieht doch richtig klasse aus. Super lecker. So, jetzt gehe ich die Raubtiere füttern. Das Rezept verlinke ich euch unterhalb des Videos in der Beschreibung. Da findet ihr auch noch viele, viele Varianten. Und alle Rezepte sind bei uns kostenlos.